The feast
L'chaim. L'chaim. Went on for 7 days in the courtyard of the king's palace. Feet of white cotton and blue wool drained the room, held by ropes of fine linen and purple wool to silver rods and marble columns. Gold and silver couches were arranged on green and white marble floors. And then verse 7, a man gab ihnen zu trinken, aus goldenen Gefäßen, die Gefäße beschrieben sich eines vom anderen, eine Menge königlichen Wein, entsprechende Freigiebigkeit des Königs. Und das Zechen war gemäß dem Gesetz, ohne Zwang. Denn so hat es der König aller Hofpreise seines Hauses verordnet, den Wunsch jeden einzelnen Mannes zu entsprechen. Scott, can you take over from verse 9? I've already lost. How much have you drunk already? Chapter 1, verse 9. Verse 9, yeah. Of which? Of English. Are you with? Queen Vashti too made a feast of the feast! In the royal palace of King. On the seventh day, when the king's heart was merry with wine, he ordered a woman, Bezetta, Carbona, Bita, Avaita, Zaitar, and Chartas, the seven chamberlains who attended King Ahash Bera, to bring Queen Vashti before the king wearing the royal crown to show her beauty to the nations and the world. Only the royal crown, for she was indeed beautiful. But Queen Vashti refused to appear by the king's order brought by the chamberlains. And the king grew furious, and his wrath seized within him. So the king conferred with the sages, those knowledgeable of the times, for this was the king's custom, to bring such matters before those who were versed in every law and statute. Those closest to him were Krishna, Shaitar, Admata, Tarshish, Maris, Marcina, and Memor. No mention of sessions at all here. It's interesting. Okay, yeah, this is the chapter of names. These were the seven ministers of Persia and Media who had access to the king and ranked highest in the kingdom. He asked them, by law, what should be done with Queen Vashti for failing to obey the order of King Ahasuerus brought by the chamberlains? David, you tell us what should be done. Go to English. Verse 6. Calmly prayed before the king and the ministers. It is not against the king alone that Queen Vashti has sinned, but against all the ministers of all the nations in all the provinces of King Ahasuerus. For word of the queen's deed will reach all the women and will belittle their husbands in their eyes. So they will say, King Ahasuerus commanded that Queen Vashti be brought before him, but she did not come. This very day, the noble women of Persia and Media who have heard of the queen's deed will repeat it to all the king's nobles, and there will be much disgrace and anger. If it please the king, let a royal edict be issued by him, and let it be written into the laws of Persia and Media, and let it not be revoked, that Queen Vashti may never again appear before him. And let the king the royal title upon her lord, who is better than she. How much better? And the king's decree, which he shall proclaim, will be heard throughout the kingdom. For it's indeed significant, and all the women will respect their husbands, noblemen, commoner, and alike. This idea pleased the king and the ministers, and the king did as Gremlin had advised. He sent letters to all the king's provinces, each province in its scripts, and to each nation in its language, saying that every man shall be master in his own home, and that he speaks the language of his nation. You see, now that's right. That's the language of the English. Nanu, Kapitel 2. Wer will Kapitel 2? Junger Mann, hier, bitte schön. Englisch und Deutsch. Deutsch ist unten, hast du gesehen? Ja, Englisch ist unten. Nach diesen Ereignissen, als ein Zorn des Königs und Ahasuerus sich gelegt hatte, gedachte er, was dies und was sie getan hatte und was über sie verhängt worden war. Da sagten die Hofbauern des Königs, seine Lakaien, man lasse den König gut aussehen, die Jungfrau zu. Und der König kam eine Beamte in der Hauptstadt, in den Harem, in die Obhutpflege des Kammerherrn des Königs, des Frauenwärters und händige ihnen ihre Tinkturen aus. Und das Mädchen, das Wohlgefallen finden wird in den Augen des Königs, herrscht anstelle Vashtis.
Die Sache fand wohlgefallen in den Augen des Königs und so machte er es. Gute Idee, ja? Oder? Ja, es gab einen jüdischen Mann in Shushan, der Hauptstadt, und sein Name war Mordechai, der Sohn des Jair, Sohn des Shimi, Sohn des Kishe, ein Benjaminite, der aus Jerusalem verbannt worden war, zusammen mit der Verbannung, die ins Exil geführt wurde, mit Jechoniah, dem König Judäas, welcher Nebuchadnezzar, der König Babyloniens, verbannt hatte. Und er hatte Hadassa aufgezogen. Diese ist Esther, die Tochter seines Onkels, da sie weder Vater noch Mutter hatte. Und das Mädchen war wohlgestaltet und sah gut aus. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, nahm Mordechai sie seinerseits als Tochter. Ja, okay, jetzt sind wir. Wie ist es? Vers 8. Loli? Ja. Und es geschah, als der Befehl des Königs und seiner Last vernommen wurden und zahlreiche Mädchen in Shushan, der Hauptstadt, versammelt worden waren, in die Hochobhut von Hege, da wurde auch Esther in das Haus des Königs gebracht, in die Hochobhut von Hege des Vollenwärters. Und das Mädchen fand Wohlgefallen in seinen Augen und erlangte Gnade vor ihm. Und er beeilte sich, ihr ihre Tinkturen und Zuteilungen zukommen zu lassen und ihr die 7 passenden Mägde aus dem Haus des Königs beizugeben und verlegte sie und ihre Mägde in den besten Teil des Harems. Esther gab ihre Volkszugehörigkeit und ihre Abstammung nicht preis, denn Mordechai hatte sie darauf verpflichtet, dass sie nichts darüber aussage. Und Mordechai erging sich tagtäglich vor dem Hof des Harems, um sich über das Wohlbefinden Esthers in Kenntnis zu setzen und was mit ihr geschehen würde. Wenn die Reihe an jedem Mädchen war, zum König Achasverosch zu kommen, nach Ablauf der Behandlung mit den Frauen, die 12 Monate dauerte, denn derart war die vorgeschriebene Dauer der Behandlung mit Schönheitsmitteln 6 Monate mit Myrrhenöl, 6 Monate mit Duftwässern und weibliche Schönheitsmittel. Ja, Moment, ist das nicht wahr? Braucht jede Frau 12 Monate, um endlich richtig geschminkt zu werden? Na, mindestens. Warum ihr Leben lang? Dann pflegte das Mädchen damit zum König zu kommen. Alles, was sie nannte, wurde ihr mitgegeben. Und mit ihr vom Harem zum Haus des Königs zu kommen. Danke. Gabi, kannst du bedenken, Vers 14? Ein bisschen, ein paar Wörter. Ich muss was halten. Na, was sagt? Gib mir den Becher. Und ich halte dir den. So. Darf ich gewöhnlich jetzt los? Wir gewöhnlich und ich gebe noch die nächste Seite. Ja. Für gewöhnlich mache ich jetzt hier weiter. Da unten. Ja, nein, oder oben. Nein, hier unten. Also ja, du beginnst mit für gewöhnlich. Und dann lest du hier weiter. Du hast jetzt 2 Wörter, diese Seite. Ja. Für gewöhnlich kam sie am Abend und am Morgen. Und am Morgen kehrte sie zurück in den zweiten Haaren. In die OP, in die OP von Schauspieler des Königs von Kammerherrn, des Höfes, des Hüters der Nebenfrau. Sie kam nicht nochmals zum König, es sei denn, dass der König nach ihr verlassen. Dann wurde sie namentlich dabei. Und als die Reihe Kammerdester, die Tochter des Königs, und des Onkels von Mordechai, der sie als Tochter angenommen hatte, zum König zu kommen, verlangte sie nicht nach nichts, außer dem, was Hege, der König in die Kammerherr, der König Achasverosch gebracht, in sein königliches Haus im 10. Monat, da der Monat Tebet ist, im Jahre 7 seiner Regentschaft. Und der König liebte Esther mehr als all die anderen Frauen, und sie fand Gunst und zur Königin anstelle. Na, Gunst und Gnade von ihm. Gnade vor ihm, mehr als all die Jungfrauen, und er setzte ihr die Königskrone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin anstelle Waschi. God save our gracious queen. Und der König gab ein großes Trinkgelag. Ah, nein! Er hat seine Kürze an seinem Entsprechend der Freigebigkeit des Königs. Der Hochstand die Zeichen. Hochstand beklagt. Du musst nicht die Spoilernachlass verpassen, das wäre schon schade. Vers 18. Und der König hat ein großes Krieg geladen. Nein! Und seine Hochschranz. Das Gelage ist. Der Feind? Und gewährt er einen Steuernachlass. Hey, Steuernachlass!
Super. Ja, gut. Gestern habe ich die Abstammung von der Volksgruppe der Rettungskreis, so wie er Mordecai geboten hat. Denn Esther befolgte Mordecais Gebote ganz so wie damals, als sie mit ihm aufgezogen hat. Gut, Georg. Nächste von Georg. Können Sie machen? 21. Jeden Tag, das Mordecai nach vorne des Königs war, begraben Derisch, zwei der Kammerherren des Königs, von den Schwellenhütern und brachten Hand anzulegen an den König Achasverosch. Und Mordecai erfuhr von der Sache und sagte es der Königin Esther, und Esther erzählte dem König davon im Namen Mordecais. Die Sache wurde untersucht und für wahr befunden, und beide wurden an den Galgen aufgehängt. Und es wurde eingetragen in die Chronik in der Anwesenheit des Königs. Danke schön. Jetzt wollte Kapitel 3. Mach weiter, Georg, bitte schön. Moment, ich muss den Sitz in die hier vorne. Nach diesen Begebenheiten machte der König Achasverosch Haman. Königs zu bringen. Er streitet der König
seinen Ring ab von seiner Hand. Und reichte den Sohn des Hamidata, des Akakite, den Bedränger der Juden. Und der König sprach: wie es dir gefällt. Und die Schreiber des Königs wurden herbeizitiert im ersten Monat am 13. Tag desselben und es wurde genauso niedergeschrieben wie es diktierte an die Satrapen des Königs, an die Statthalter jeder Provinz und an die Fürsten jeden Volkes. Provinz um Provinz, entsprechend ihrer Schrift und Volk um Volk, entsprechend seiner Sprache. Im Namen des Königs wurde es niedergeschrieben und besiegelt wurde es mit dem Ring des Königs. Der nächste bitte. Schriftstücke wurden gesandt durch Kurier an alle Provinzen des Königs, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Vom Jüngling bis zum Kreis, kleine Kinder und Frauen, in einem Tag, am 13. des 12. Monats, der Monat Adar ist, um ihre Habe auf Beute zu künden. Ein Abschnitt des Schreibers, auszugelten als Gesetz in jeder Provinz, wurde alle Völkerschaften bekannt gemacht, damit sie bereit seien für diesen Tag. Die Schnellkurieren zogen eilig aus, auf Befehl des Königs und das Gesetz wurde gegeben zu Shusha, der Hauptstadt. Und der König und Bevölkerung der königlichen Provinzen wissen, dass es für jeden Mann und jede Frau, die unabhängig
30 Tagen. Was für eine Ehe ist das, ja? Und man berichtet Mordechai, die Worte Esters. Es sagt Mordechai, Esther zur Antwort zu geben, bildet dir nicht selber ein, dass du im Königshaus Zuspruch finden kannst als einzig von anderen. Denn wenn du hartnäckig schweigst in dieser Zeit, so wird nun Hilfe und Rettung erstehen von anderorts und du und deines Vaters Haus werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer solchen Zeit die Königswürde erlangst. Das sagte Esther, die Mordechai zur Antwort zu geben, geh, versammle alle Juden, die sich in Shushan befinden und fasten. Fasten? Weder esst noch trinkt! Drei Tage lang, Nacht und Tag, auch ich und meine Mädchen werden genauso fasten und ich werde auch als König kommen gegen das Gesetz und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Danke, Bettina. Und es ereignete sich am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und stellte sich in den inneren Hof des Königshauses, im Haus des Königs gegenüber. Und der König saß auf dem Königsthron im königlichen Haus gegenüber dem Eingang des Hauses. Und es ereignete sich, als der König die Esther, die Königin, im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der König reichte das goldene Zepter in seiner Hand entgegen. Und Esther kam näher und berührte die Spitze des Zepters. Und der König sagte zu ihr, was ist dir, Königin Esther? Und was ist deine Begierung? Selbst bis zur Hälfte des Königreiches, das soll dir gegeben werden. Da sagte Esther, wenn es dem König gefällt, dann möge der König uns... Nur mich und auch morgen bin ich zu ihr gebeten worden, zusammen mit dem König. Und
sagten zu ihm, man fertige einen Galgen aus Holz, 50 Ellen hoch, und am Morgen sage dem König, dass man Mordechai an ihm aufhänge und komme mit dem König freudig zum Gast machen. Nein. Die Sache gefiel dem. Annihilated.
killed and destroyed. Had we been sold as slaves and made servants, I would have kept silent. But indeed, the persecutor is not bothered by the king's loss. King Ahasuerus said, he said to Queen Esther, "Who is this? And which one is he that has the audacity to do such a thing? A man who is a persecutor and an enemy, this evil..." Und an die Juden gemäß ihrer Schrift und gemäß ihrer Sprache.
Und er schrieb im Namen des Königs Achasverus und besiegelte mit dem Ring des Königs und versandte durch Schnellkuriere zu Pferd. Reiter auf Rennkamelen, gezüchtet von Dromedaren, dahingehend, dass der König den Juden in jeder Stadt, in der sie sich befinden, stattgegeben hat, sich zu sammeln und für ihr Leben einzustehen, um zu vernichten, umzubringen und auszurotten das gesamte Heer des Volkes oder der Provinz, die sie bedrängen, kleine Kinder und Frauen und ihre Habe als Beute zu plündern. In einem Tag, in allen Provinzen des Königs Achasverus, am 13. des 12. Monats, der den Monat Adar ist. Die Abschrift des Schreibens, auszugeben als Gesetz in jeder Provinz, wurde allen Völkerschaften bekannt gemacht und damit den Juden bereit sein für diesen Tag, um sich an ihren Feinden zu rächen. Schnellkuriere, Reiter auf Rennkamel, zum aus auf Befehl des Königs. Und das Gesetz wurde gegeben zu Shushan, der Hauptstadt. Danke. Jasmine. Und Mordechai ging fort vom König in königlichen Gewand, blau und weiß, und einer großen goldenen Krone und einem Umhang aus Leinen und die Stadt Shushan jauchzte und war fröhlich. Seine Juden war Licht und Freude und Fröhlichkeit und Ehre. Bei Hudim Heiter Ova, bei Hudim Heiter Ova, bei Hudim Heiter Ova, Simchavasasson, wie kam. Und in jeder Provinz und in jeder Stadt, an jedem Ort, den der Befehl des Königs und sein Gesetz erreichten, Freude und Fröhlichkeit für die Juden und Festmahl und Festtag. Edict and law had arrived, and the day the enemies of the Jews had thought they would dominate them, the situation was reversed. The Jews dominated their enemies. The Jews gathered in their cities throughout the provinces of King Achashverosh to attack those who sought to harm them. No man stood in their way, for fear of them had fallen upon all the nations. And all the ministers of the provinces, the satraps, governors, and the king's functionaries honored the Jews for fear of Mordechai had fallen upon them. For Mordechai was prominent in the king's palace, and his fame was spreading throughout all the provinces, for Mordechai was growing in power. And the Jews struck at all their enemies with the sword, killing and destroying them, and they did with their enemies as they pleased. In Shushan, the capital, the Jews killed and destroyed 500 men. Now, Moment, I thank you. Jetzt müssen wir es gemeinsam lesen in einem Atemzug. Okay, we have to do the rest in one breath. The 10 legs that count. Are we ready? And they killed. And they killed Parshan Zodata, and Dalfon, and Asparta, and Odrata, and Adalia, and Aridata, and Amashta, and Arisai, and Aridai, and Raisata, the 10 sons of Haman. That day, number of killed persons in Shushan, the capital, was relayed to the king. The king said to Queen Esther, in Shushan, the capital, the Jews killed and destroyed 500 men and the 10 sons. What have they done in the other provinces of the king? What is your plea? And it will be granted you. What is your additional request? It will be fulfilled. Esther replied, if it please the king, let the Jews of Shushan be allowed to do tomorrow what was lawful today, and let the 10 sons of the king ordered this done, and the law was proclaimed in Shushan, and the 10 sons of were hanged. So the Jews of Shushan gathered again on the 14th day of the month of Adar and killed 300 men in Shushan, but took none of their spoils.
And the rest of the Jews of the king's provinces gathered and stood up for their life to relieve themselves of their enemies and killed 75,000 of their foes, but took none of their spoils. On the 13th day of the month of Adar, when they rested on the 14th day and made it a day of feasting. Feasting! The Jews of Shushan gathered on the 13th day and 14th of Adar, and rested on the 15th and made it a day of feasting. Thus, the Prazi Jews, those who live in unwalled cities, made the 14th day of the month of Adar a holiday, a day of feasting. And sending portions of food one to another. Food! Now, Mordechai recorded these events and sent letters to all the Jews living throughout the provinces of King Ahasuerus, near and far, instructing them to obligate themselves to celebrate. Annually, the 14th and 15th days of the month of Adar, like the days upon which the Jews were relieved of their enemies, and the month which had been transformed for them from one of sorrow to joy. Joy! Mourning to festivity. To make them days of feasting. Rejoicing, sending portions of food to others, and giving gifts. Gifts. Junge Dame, denken Sie, Herr Weichert, Julia? Julia, but maybe in English. And the Jews accepted as an obligation that which had begun to observe and which Mordechai had written to them. For Haman. Son of Han, Dad, and Agni, persecuted for this hero. And the persecutor of all the Jews plotted against the Jews to destroy them. And he tested poor. Which is a lot to shatter them and destroy them. But when she came before the king said and ordered letters to be written in effect, to the effect that Haman evil plot against the Jews and returned upon his own head, and he and his sons were hanged upon the gallows. For this day they call these days Purim, after the poor, because of all of the events of this epistle, which explains what happened to them and why they saw fit to establish the holiday. The Jews established and accepted upon themselves and upon their descendants and upon all who might convert to their faith to annually celebrate these 2 days in the manner described here. Celebrate! On their prominent dates, never to be abolished. And these days are commemorated and celebrated in every family. Celebrate! By every family, every province, and every city, these days of Purim will never pass from among the Jews, nor shall their memory depart from their descendants. Queen Esther, daughter of Ahasuerus and Mordechai, the Jew, wrote about the enormity of all the Jews. She established the holiday. With this second Purim episode. And he sent letters to all the Jews to the 127 provinces of Ahasuerus's kingdom, where to peace and peace. Instructing them to observe these days of Purim on their proper dates in the manner established from them by Mordechai, the Jew, and Queen Esther, just as they had accepted upon themselves and upon their descendants the observance of the fast in their land. Thank you. Can we all meet together, maybe in English or in English? 32. And the behest of Esther confirmed the observances of these Purim days. Kapitel 10. Weil es Herr Mamele, Herr Herrschwegos, Massalhaaretz, King Ahasuerus lived the tax upon the mainland and the islands of the sea. The Insel in Mir, das ist natürlich Großbritannien, aber wir werden nicht darüber. Und die gesamte Geschichte seiner Macht und seiner Stärke, die genau bestimmt die Größe Mordechais, die der König groß gemacht hatte, sind niedergeschrieben in den Chronik der Könige von Medien und Persien. Ki Mordechai ha-Yehudi, Mishne le-Melech ha-Hashverosh, o gadol la-Yehudim, v'ratzui le-Rov v'chav, doresh tov la-Amo, doresh shalom, l'chol zaro. For Mordechai,
Jew was second to King Ahasuerus, leader to the Jews, loved by, now the translation here says his many brethren, aber in Deutsch steht, geliebt bei der Mehrheit seiner Brüder. Mein Lieblingsvers die ganze Zeit nach. Nachdem man den ganzen Volk gerettet hat, Mehrheit. Immer jemand, der sagt, oh, ich hätte es besser machen können. Ja? Hätte es zu schnell gehen. Das Gute suche für deinen Volk und Frieden, suche für deine ganze Nachkommenschaft. Baruch Adonai, Rehme Melech Olam, Harabet Riveinu, Vatanet Dineinu, Tishuotenu, Haita Benetzach, ותקוותנו בכל דור ודור, לא ירושו ולא יקמו לנצח, לא כל החוסים בך, ברוך אתה אדוני, האל המושיע. Wir sind erst wieder zu Gott und Geist, die Welt befürchtet unser Kampf, tischt unser Recht ein, unsere Hilfe müsst ihr uns ein Ehen gehen, unsere Hoffnung von Generation zu Generation. Lass alle, die bei dir Schutz suchen, niemals beschämt oder gedemütigt werden. Gepriesen seist du Ewige, du bist Gott und du hilfst. Und für das kann ich nur sagen, Amen.